Nun. Ach, heiratet er heute? Ich habe letztens, als ich beim Hautarzt war, habe ich da irgendwann in so einer Zeitschrift gelesen. The Lost City. Ich glaube, jetzt ist rum. Jetzt habe ich hier gar nicht den Tipp gelesen. Darf man hier sterben? Der Dönis! Guten Tag. Man darf nicht sterben. Oh nein. Gott, ich bin hier voll in dem Ding hängen geblieben. Ein Tornakopf. Was geht? Doppelthörin irritiert. Jetzt kommt das Level, wo du 6 Stunden warst. Ich hoffe, dass das einfach auf Anhieb funktioniert. Natürlich. Das ist so dumm, dass man da nicht drauf stehen kann. Warum tun die Plattform überhaupt dahin machen? Nee, beide Türen sind offen. Ohne zu sterben, ja, da unten steht's. Okay. Jetzt kann sich jetzt hier nur noch um Stunden handeln. Wie ist das hier eigentlich, wenn man stirbt, aber noch keinen Checkpoint eingesammelt hat? Kann man dann eigentlich direkt weitermachen? Nein, das wäre so gewesen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja. Ich dich auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei mir bei Stormy S und S kennt. Es kann, keine Ahnung, war. So, sind wir wieder an dieser wundervollen Stelle. Okay. Komm, ich bin wieder auf dem falschen, oder? Nee. Ach, hier musste man noch gar nicht oben drauf. Ist wahrscheinlich auch in einem anderen Level, wo man das machen muss. Essend. Okay. Stormy Essend. Stormy Essig. Aha.
Den wichtigsten haben wir jedenfalls. Jedenfalls bekommen. Nochmal neu, nochmal neu, nochmal neu. Ich mag hier auch diese goldenen Verzierungen im Hintergrund, also wo so ein bisschen goldenes Zeug dran. Oh, eine Kiste. Ich weiß jetzt nicht, wozu die gehört hat, aber... wahrscheinlich irgendwas oben. Hoffentlich. Okay. Nitro! Jetzt kann ich das Level nochmal machen. Oh Mann! Gemacht, Julia. Dankeschön. 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 Du bist so scheiß dämlich. Ich weiß. Du versagst. Ja, ist okay. Ich weiß es. Ich weiß, dass das mega schlecht war. Der hat immer noch niemand die Antwort gegeben, wie das ist, wenn man vor dem Checkpoint stirbt. Gut gemacht. Oh no! Es wäre cool, wenn es eine Funktion geben würde, indem man einfach die Checkpoints deaktivieren könnte. Wäh. Ich hab's nicht ganz gelesen gerade. Irgendwas mit eintüten. Da war irgendeine Maske. Ah, die war, glaube ich, ganz oben, ne? Oh, ich hoffe, da war keine Kiste zum Andüpsen. Dennis macht gerade die Tür zu. Es ist so schlecht. Mann. Von Spore? Keine Ahnung. Noch nie gespielt. Ich kenne nur diesen komischen Kreaturen... Dings da. Achso, was war... Wenn man vorm Checkpoint stirbt, dann kann man natürlich weitermachen. Dann muss man noch nicht eintüten. Aber wenn man einen Checkpoint hat, dann kann man eintüten. Okay. So, ich hoffe mal, dass das jetzt stimmt.
Wenn das nicht stimmt, dann raste ich aus. Warum haben wir 40 Leben? Scheiße. Wo kommen die alle her? Ich möchte gerne ein anderes Level spielen. Bitte. Okay, da oben war nichts. Ich merke das aber voll, wie die Fledermaus da rumzappelt. Nun! Auf Anhieb schaffen und so. Ja, ja, ja. Das ist doch Kacke. Lotiti. Das wäre im ersten Teil nicht so gewesen. Da wären wir schon längst Game Over gegangen. Ich weiß auch nicht, was hier so ein Haufen an Leben verballert wird, ey. Lost Titty. Die verschwundene Titte. Hey, wir kriegen gleich wieder ein Leben. Stirb. Die wie trocken, okay. Ja, wenigstens haben wir einen Akku, der uns schützt. Hängt da doch nicht an dem Ding fest, ey. Das ist doch nicht dein Kack, Drecks, Huren, Scheiß. Ah, nicht Option. Dann will ich lieber keine Maske an der Stelle haben. Sonst bin ich direkt tot, wenn wir den berühren. Manu!